Idag kan man märka av psykiatrins inflytande överallt. I våra skolor, våra rättssystem, media, till och med våra myndigheter. Men har psykiatrin verkligen dragit lärdom av det förflutna? Eller utsätter psykiatriker fortfarande sina hjälplösa patienter för skadliga behandlingsmetoder? Är det samma ulv i nya fårakläder? Sicherlich hat die Nachkriegspsychiatrie in Deutschland erhebliche Einflüsse, schreckliche Einflüsse aus der Nazi-Psychiatrie übernommen. Sehr viele Professoren und Psychiater in eigenen Praxen haben auch während der Nazi-Zeit gearbeitet und haben das auch dann an die damalige nachfolgende Generation weitergegeben. Ich sehe auch eine Parallele zwischen der heutigen Psychiatrie und der Nazi-Zeit. Es sind nur die Methoden sind heute verfeinert. Det gäller särskilt på dagens psykiatriska anstalter där människor med oönskat beteende inte botas utan kuvas. Die Psychiatrie wird in Deutschland wie auch ganz schwerpunktmäßig jetzt auch in Österreich dazu eingesetzt, Menschen zu brechen. Es geht hier nicht mehr um Strafe oder um Bestrafung. Sondern hier geht es einfach darum, den Willen der betreffenden Menschen zu brechen. Die Leute, die dann mit psychischen Problemen ins Haftkrankenhaus kommen, nicht einmal die normalen Rechte eines Kriminellen haben, sondern die sind eigentlich entrechtet. Sie können natürlich letzten Endes nicht verhindern, wenn sie mal in die Mühlen der Psychiatrie geraten sind, dass sie dann da eben bekannt sind. Ja, da kommen sie nur ganz schwer wieder raus. Der schlechte Ruf, den die Psychiatrie hat, der ist meines Erachtens auch berechtigt. Sobald man eine Station, eine psychiatrische Station betritt als Patient, verliert man oftmals auch die Grundrechte des menschlichen Daseins, der Eigenbestimmung. Ja, ich bin Mutter von 4 Kindern, werde ab Donnerstag hier festgehalten. Meine Tochter ist am 8. März 5 geworden. Zweimal steht Polizei vor meiner Tür und Jugendamt, um meine Kinder zu nehmen. Ja. Det här är Haar, den ökända psykiatriska anstalten nära München där psykiatrikern Hermann Fahnmüller så brutalt mördade barn som han hade sin vård under nazismen. Sie sagen, ich muss 6 Wochen in der Psychiatrie bleiben. In Haar. Im Haar gesperrt. Ich wurde 3 Tage wirklich auch nicht zur Toilette durfte ich gehen. Anstalten används än idag och grymheterna har aldrig förändrats. Am schlimmsten in der Psychiatrie ist, dass die Menschen sehr schlecht behandelt werden, dass die Menschen einfach als Tiere gesehen werden, dass sie nur gehorsam einfach zu folgen haben. Und mit mir wird auch sehr schlimm umgegangen, obwohl sie merken, dass ich sogar völlig gesund bin. Haar är ett typiskt exempel på dagens psykiatriska anstalter. Och ingen går säker för tvångsintagning. Inte ens en prisbelönad sportjournalist som anklagades för att dricka för mycket. Ich habe am ersten Tag so oft und so nachdrücklich ich konnte gesagt, ich will nicht nach Haar. Ich möchte mich nicht umbringen. Ich möchte nach Hause. Warum macht ihr das mit mir? Mir wurde als Stanzenantwort gegeben, sie sind betrunken, sie wollen sich umbringen. Und wenn ich sagte, ich will mich nicht umbringen, dann sagte man nichts. Nichts. På anstalter som Haar tror man inte på de intagna och de har heller inga rättigheter. Precis som de som avvek från samhällets normer i forna tider piskades, fastkedjades och låstes in i burar blir dagens nonkonformister drogade halvt medvetslösa under tvång. Ich bekam 12 Tabletten am Tag. Es wird gesagt, 8 ist schon sehr stark. Diese 12 Tabletten haben bewirkt, dass ich tagelang über die Station getaumelt bin. Ich bin von einer Wand zur anderen gefallen. Und dann habe ich über die
über diese Droge nachgedacht. Warum geben die mir das? Es half mir nicht. Es half mir überhaupt nicht in meiner Befindlichkeit. Ich wurde nicht nüchterner, sondern ich blieb eigentlich wattiert, obwohl ich keinen Alkohol mehr hatte. Och att få tröst och stöd, det finner man ingenstans. Dann kommen die Herren in Weiß. Also es war eine Dame und drei Herren. Die haben sich titulieren lassen als Frau Doktor, Herr Doktor. Sie konnten mich und die anderen nicht anschauen. Sie gingen an mir vorbei wie große Sportstars, die an einer Meute Journalisten vorbeigehen. Sie wollten nicht wissen, was denn mit mir los sei, ob ich denn einen Kummer hätte. Ich habe an nichts mehr geglaubt. Ich hatte in Haar habe ich peu à peu Ziele verloren. Ich bestand immer aus Zielen. Ich habe immer gesagt, das nächste Buch, das nächste Projekt, in Haar habe ich, drohte ich alles zu vergessen. Som många andra patienter vid dagens psyksjukhus gjorde Detlefs vistelse på här inte bara honom sämre. Det var också ett allvarligt trauma. Und ich war nachher erschrocken darüber, wie zerbrochen ich war. Und das war das nachhaltigste Gefühl. Ich war vor der Zeit wahrscheinlich der meistprämierte deutsche Sportjournalist. Ich war sehr erfolgreich gewesen. Nach meiner Zeit in Haar kannte mich kaum, wollte mich niemand mehr kennen. Es gab dann, das wurde mir kolportiert, bei einer großen deutschen Illustrierten eine Konferenz, eine wichtige Konferenz, montags. Da sollte das Schicksal des besten deutschen Torhüters beschrieben werden. Ein Teilnehmer sagt, das könnte doch der Fetten machen. Was ich wirklich hätte machen können, ich kannte diesen Torwart sehr, sehr gut. Die Chefredakteurin blickt auf und sagt, der Fetten? Der war doch in Haar. Der ist doch tot. Oder unter der Brücke. Oder verrückt ist er auf jeden Fall. Ich war weder tot noch unter der Brücke. Und verrückt schien ich mir auch nicht zu sein zu der Zeit. Aber ich war durch. Wenn über mich geredet wurde, dann war ich der Idiot. Der Idiot, der es nicht geschafft hat. Här är en påminnelse om att man inte får vård på psykiatriska anstalter, utan de har alltid varit fängelser av värsta slag, där någon kan spärras in mot sin vilja utan att ens ha anklagats för ett brott. Varje år tvångsintas mer än 750 000 människor på psykiatriska anstalter världen över och förlorar sina rättigheter. I snitt en person var 40:e sekund. Bakom stängda dörrar kan de sedan utsättas för grova människorättsövergrepp. Det vanligaste är tvångsmedicinering med kraftfulla psykofarmaka. Die Menschen glauben, sie wären, wenn sie sich in Psychiatrie begeben, glauben manche, sie wären eben in besten Händen. Sie verlassen sich blind auf diese Personen, wo sich Ärzte nennen in der Psychiatrie. Einmal, die Psychiater haben keine andere Idee, mit diesem Leiden des Menschen umzugehen. Und zum Zweiten gibt es gerade in Europa und in Amerika diese übermächtige Pharmaindustrie, die bunten Pillen, die sie nun mal herstellt, für sehr viel Geld auch gewinnbringend an die Leute bringen will. Idag finns det starka band mellan läkemedelsindustrin och psykiatriker, eftersom de flesta har psykofarmaka som en viktig inkomstkälla. Vilket skapar en dödlig intressekonflikt. Wenn man
als Patient erstmal begreift, dass natürlich der Arzt abhängig ist von der Pharmaindustrie und die Pharmaindustrie natürlich in erster Linie Geld scheffeln möchte und dass letzten Endes der Arzt davon lebt, dass du krank bist, dann ist natürlich schon klar, dass man sich seine Gedanken darüber machen sollte, ob man denn tatsächlich krank ist. Wenn man aber gesehen hat, dass die Industrie dauernd versucht, die Zahl der angeblich Kranken zu erhöhen, damit sie möglichst hohe Umsätze macht, und wenn sie die Medizin da mit Hilfe ihrer eigenen Jünger da missbraucht, das beeindruckt einen doch schon sehr und macht Angst und Ärger. Das ist so interessant, weil es ein Riesenbereich ist, eine der größten Gelddruckmaschinen, die Deutschland überhaupt zu bieten hat. Hier werden Milliarden und Abermilliarden jeden Tag bewegt. Und das ist natürlich ein ganz großer Bereich, wo die Korruption einen Nährboden findet, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, man muss ja sagen, es steht ja leider nicht das Befinden des Patienten im Vordergrund der Überlegungen. Das sagt ja eigentlich alles nicht. Ett typiskt exempel är Barbara, en hyllad modedesigner som helt enkelt ville ha hjälp med sina livsproblem. Men vad hon fick var långt ifrån en hjälpande hand. Und in der Psychiatrie ist es dann so, da kommst du dann dahin, ganz furchtbar in die geschlossene, kriegst gleich die Hammertabletten, wirst als Alkoholiker diagnostiziert und es ist eigentlich von der ersten Minute an die größte Demütigung, die einem Menschen passieren kann. Also wenn ich mir überlege, wie viel verschiedene Psychopharmaka ich genommen habe, weiß ich das wirklich nicht mehr, weil es waren Massen. Und ich habe die schlimmsten Zustände, hervorgerufen durch diese Tabletten, erlebt. Also Panikattacken, Schweißausbrüche, total bescheuerte Handlung, dass ich gar nicht mehr selbst gesteuert war, sondern ich wurde echt fremdgesteuert durch diese Tabletten. Also das Allerschlimmste, was ich genommen habe, das war Zoloft. Und das hat mich also total ferngesteuert. Da war ich immer ganz dicht, da bin ich gleich auf die Straße gelaufen, habe irgendwelche Leute gesucht und vollkommen durchgeknallt. Richtig schön durchgeknallt. Und wenn ich dann sauer war und mich gewehrt habe auf Teufel komm raus, dann haben die mich da sogar fixiert. Und fixieren ist die größte Demütigung aller Zeiten. Das gibt es nicht. Das war schlimmer, das ist Folter. Das ist Folter hoch. Und dann hat er dann immer noch da hinter der Scheibe gestanden und so, jetzt mal richtig. Jetzt zeigen Sie uns doch mal, was Sache ist und so. Es war so brutal. Und wenn du das jemandem erzählst, am Arzt, dann glaubt er das natürlich nicht, weil der Pfleger ihm vorher gesagt hat, die hat total gesponnen und die ist durchgedreht und deshalb musste ich sie fixieren. Dass der mich aber nur quälen wollte. So ein kleiner Racheakt, ne? Also mir wurden bestimmt von der Psychiatrie 6 verschiedene Psychosen eingeredet. Aber es kommt nie einen bei der Psychiatrie, nie eine richtige Diagnose dabei raus. Und das Schlimmste ist auch, dass die Psychologen dann ja auch so furchtbar sind, dass sie das alles so hinbiegen, auch rein rhetorisch, dass man immer Opfer ist, dass man also immer, das sind immer die Großen, egal was sie tun, was sie sagen, dem hat man zuzuhören, dem hat man zuzustimmen und die Medikamente muss man einnehmen. Und wenn man dann versucht, selber irgendwas dazu klarzustellen und sagen, ich möchte das aber nicht, es ist doch eine falsche Diagnose, oder dann ist man gleich so, komm, keine Ahnung und gleich eine Tablette mehr. Ich habe nur noch gebetet, dass irgendwie jemand, bitte der liebe Gott, kommt und mir hilft. Om Frank Schneider hade varit helt ärlig mot sina kollegor kunde han ha bett om ursäkt för psykiatrikernas störtflod av utskrivna preparat de sista 30 åren. Psykofarmaka används inte bara regelbundet på anstalter för att göra patienter lugna och fogliga, utan samma preparat säljs till den breda allmänheten internationellt och omsätter idag 84 miljarder dollar. Och vad psykiatriker håller tyst om är att vissa preparat inte hjälper mer än ett sockerpiller och alla medför många farliga och potentiellt förödande biverkningar. Eine Wirkung hat Psychopharmaka.
aber nicht in Richtung Heilung, sondern in Richtung Zerstörung von Persönlichkeit, in Richtung von Störung der normalen Abläufe im gesamten Organismus. Man kann mit Psychopharmaka die Leute ruhig stellen und das sieht dann aus wie eine Art Genesung oder eine Verbesserung. Aber das ist nicht das Wahre. Die Ursache wird nie behandelt, es werden eigentlich nur Symptome unterdrückt. Und das hat dann zusätzlich noch erhebliche Nebenwirkungen und zieht weitere Folgen nach sich, nachteilige Folgen, Krankheiten für diese Personen. Psychopharmaka können sich schädlich auf die Hirntätigkeit auswirken, indem man die Außenstehenden feststellen, dass die Patienten verlangsamt sind oder anders werden im Laufe der Zeit. Die sind von ihren Gefühlen abgeschnitten und die können gar nicht mehr wissen, was gut und nicht weniger gut oder gut und böse ist. Sie können es nicht mehr unterscheiden. Einzelne Medikamente können zum Beispiel dramatische Gewichtszunahmen machen. Andere können starke Unruhezustände, Schlafstörungen, Nervosität einfach befördern, bis dahin, dass sie sogar zu einer erhöhten Suizidrate einfach führen können. Wenn man diesen Personenkreis dann noch mit Psychopharmaka belastet, ist die natürlich die Katastrophe vorprogrammiert. Claudia är ännu ett av Hars offer. Ett perfekt exempel på hur en person i utmärkt fysiskt tillstånd på grund av lite kaffe kan få sin hälsa förstörd av psykiatrins medicin. Ich hatte eines morgens 7 Tassen Kaffee getrunken, ohne Zucker, ohne Milch, hatte nichts gegessen den Tag und mir wurde dann sehr schlecht. Ich hatte nie mit dem Kreislauf zu tun, meiner Kindheit nicht, bin nie umgekippt und nahm das dann sehr ernst und rief den Notarzt und landete dann, um es kurz zu machen, nicht wie erwartet in einem normalen Krankenhaus, sondern in einer Psychiatrie. Ich wachte dann den nächsten Tag auf und dann, als ich auch fertig war, fragte man mich eben, ob ich jetzt wieder nach Hause gehen möchte, ob es mir wieder gut geht. Und ich sagte ja und daraufhin bestellten die einen Richter und verknackten mich. Am nächsten Tag, nach diesem richterlichen Beschluss, bekam ich das erste Mal Psychopharmaka verpasst. Ich habe selber Psychopharmaka-Nebenwirkungen gespürt, zum Beispiel eben so einen Zungenschlundkrampf. Damit wäre ich eben normal nie konfrontiert worden, wenn ich nicht Psychopharmaka hätte nehmen müssen. Und dabei streckt man die Zunge so raus, man sieht aus wie eine behinderte Person, geistig behinderte Person, aber man ist völlig klar bei Bewusstsein und das ist sehr ein ganz fürchterlich quälender Zustand für einen selber. Man weiß auch gar nicht, ob der je zu Ende ist und es war in meinem Leben noch nie, dass ich sowas hatte und ich rief meine Mutter an, Mutter, ich kann nicht mehr sprechen. Ich kann nicht mehr normal laufen, ich kann nicht mehr sitzen und ich konnte nichts mehr tun. Ich konnte nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, nicht mehr schlafen, nicht mehr liegen. Also, und der Speichel lief mir aus dem Mund. Das war ein ganz fürchterlicher Zustand. Und dieses Leponex führte dazu, dass ich innerhalb von sage und schreibe 14 Tagen, 3 Wochen 10 Kilo zugenommen hatte, völlig phlegmatisch wurde. Ich fühlte mich wie Lehm. Ganz komisch körperlich mich gefühlt hatte und dann mit Übergewicht zu kämpfen hatte, auf einmal ganz schnell und dann war ich auch nicht mehr ich selber. Also bei mir wurden mindestens 8 verschiedene Diagnosen festgestellt. Also ich hatte, es fing an von paranoid-halluzinatorischem Syndrom, eine Borderline-Störung, Persönlichkeitsstörung, Antriebsstörung, Psychose, Depression, Bipolar und paranoide Schizophrenie. Also ich habe sehr wenig nur mit einem Arzt geredet. Ich hatte mal gezielte Fragen, aber ja, die mir auch nicht immer beantwortet werden konnten. Zum Beispiel wurde mir einmal beantwortet die Frage, warum man denn diese Diagnose da hinschreibt, ja, wenn ich doch gar nicht diese Symptome habe. Und da sagte der Arzt mir wirklich, ich schwöre,
damit er das bei der Krankenkasse so abrechnen kann. Man sagte mal immer diesen Spruch, in Haar ticken die Uhren anders. Ja, das heißt, eine Woche ist gar nichts. Du redest einmal 5 Minuten über deine Befindlichkeiten mit dem Psychiater und dann bis zur nächsten Woche. Ich sehe auch keinen Willen, irgendwie jemanden zu heilen oder heilen zu wollen. Davon spricht sowieso keiner. Wenn ich nach Heilung gefragt habe, da ist immer alles hoch aufgeschreckt und man befürchtet dann irgendwie, derjenige würde möglicherweise seine Medikamente nicht mehr nehmen wollen. Ich glaube mittlerweile, es kann jedem passieren, dass er in solche Situationen gerät, auch in so ein, ich sag mal, in dieses Psychiatriesystem irgendwie reinrutscht oder ja, damit auf einmal konfrontiert ist. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand sich davon ausgenommen ist. Niemand. Ich glaube, niemand ist davon ausgenommen. Efter att Claudia hade intagits och falskeligen stämplats som psykiskt sjuk födde hon 2 vackra barn. Hon tvingades lämna dem ifrån sig och hon kämpar nu för sitt liv på grund av psykofarmakans katastrofala verkningar. Mot bakgrund av allt vi har hört, hur kan då de här preparaten ha godkänts från första början? Lyssna på denna högt uppsatte medlem av en vetenskaplig expertkommitté som redde ut begreppen åt oss. På grund av politiska påtryckningar bad han oss efter intervjun att dölja hans ansikte och röst. Na, die Tatsache, dass Arzneimittel auf den Markt kommen, die ihre Sicherheit nicht eindeutig bewiesen haben, ist ein generelles Problem der Zulassung. Das Problem ist, dass die Sicherheit dieser Arzneimittel in Studien an wenigen 100 bis wenigen 1000 Patienten untersucht wird. Und immer nur über einen sehr kurzen Zeitraum. Das bedeutet, dass langfristige Risiken oder seltene Risiken grundsätzlich zum Zeitpunkt der Zulassung nicht bekannt sind und nur dann frühzeitig erkannt werden, wenn unmittelbar nach der Zulassung diese Arzneimittel intensiv beobachtet werden. Man nennt das Post-Marketing Surveillance, einen Prozess, der unzureichend funktioniert. Sicherlich ein weiteres Problem ist, dass viele der Zulassungsstudien oder praktisch fast alle der Zulassungsstudien von pharmazeutischen Unternehmen gesponsert und durchgeführt werden. Wir wissen heute, dass diese Studien auf verschiedene Art und Weise manipuliert werden können. Das beginnt beim Design der Studie über die Auswertung bis zu einem ganz wichtigen Problem, dem Publication Bias, dass also nur die guten Ergebnisse publiziert werden und die negativen Ergebnisse unterdrückt werden. Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit zu einem Psychopharmakon Reboxetin haben gezeigt, dass der Hersteller auch dem IQWiG nicht alle diese Daten zur Verfügung stellt und eine endgültige Bewertung erst erfolgen konnte, als man gezwungen hat, den pharmazeutischen Hersteller alle Daten hinzulegen. Und dann hat man auf einmal gesehen, dass dieser Wirkstoff eigentlich gar keinen überzeugenden Nutzen hat und hat sozusagen auch die Erstattung für diesen Wirkstoff widerrufen. Es ist gut bekannt, wenn man sich die Fachinformationen anschaut, wenn man sich die klinischen Studien anschaut, dass sowohl Antidepressiva als auch Neuroleptika natürlich zu aggressivem Verhalten, zu Suizidalität, bis hin auch zu Attacken auf andere Personen führen können. Ich befürchte, dass die Ärzte nicht immer über diese unerwünschte Arzneimittelwirkung ihre psychiatrischen Patienten ganz korrekt informieren. Wir können daraus rückfolgern, dass die Verordnung der Antidepressiva viel zu häufig erfolgt in Deutschland auch und dass natürlich die Risiken, die diese Arzneimittel haben, doch mitunter den Patienten nicht in dem Umfang geschildert werden, wie es eigentlich ist.